الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sagen zu unserem Bruder und zu unserer Schwester und zu der Familie, möge Allah subhanahu wa ta'ala euren Lohn erhöhen und vermehren und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch sehr viel Geduld schenken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala einen sehr schönen Platz im Paradies für euren Sohn inshallah ta'ala lassen. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala ij'alahu dhukhran lakum fil jannah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch sehr viel Geduld geben. Wallahi, das ist eine gewaltige Prüfung. Eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Und wallahi, yani, ich denke die ganze Zeit an der Familie und bewundere auch die Familie und bewundere, wie Allah subhanahu wa ta'ala zu solchen schlimmen Situationen Menschen Geduld geben kann. Und kann das nur mit einer Sache erklären und das ist der Glaube. Weil wenn Glaube im Herzen ist, dann hat man sehr viel Trost und sehr viel Rückhalt. Und wenn das Herz leer ist von Glaube, dann hat man keinen Rückhalt und keinen Trost. Deswegen ist die Geduld eine sehr, sehr große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch sehr viel Stärke geben und euch festigen. Und zu euch will ich sagen, liebe Geschwister, das ist wieder mal eine schreiende Ermahnung, die zu uns schreit und uns ruft. Hier, ich bin da, ich ermahne euch. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, كفى بالموت واعظا. Es reicht euch der Tod als Ermahner. Ich brauche euch nicht viel erzählen, ich brauche nicht viel sagen. Für solche Situationen braucht man keine guten Redner oder Prediger, sondern diese Ermahnung reicht ganz
als Ermahnung. Man braucht nur hinzuschauen. Und man wird ermahnt. Denn der Tod, liebe Geschwister, kennt keine Altersbegrenzung. Ob man jung oder alt ist, ob man reich oder arm ist. Der Tod, wenn er kommt, kennt keine Beziehungen. Ob du jemand bist, der bekannt ist, ob du ein König bist oder ein normaler Mensch, ob du jemand Prominentes bist oder ganz normaler Mensch, sondern er kommt, wenn die Zeit festgeschrieben ist und festgesetzt ist. Er kommt zu einem Säugling. Er kommt zu jemand, der 4, 5, 6 Jahre alt ist. Oder zu jemand, der 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt ist. Vor einigen Wochen ist unser Bruder Abdussalam auch ganz plötzlich von uns gegangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala gnädig zu ihm sein und mit ihm sein. Auch ein Bruder, der noch jung war. Der noch jung war. Ein Bruder, der stark war, der Kampfsport gemacht hat. Bekannt unter uns. Auf einmal kommt der Todesengel und nimmt seine Seele weg. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam an solchen Momenten, لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. Für so einen Moment bereitet euch vor. Denn dort, jetzt, kann keiner helfen. Keiner kann helfen. Der Vater wird am liebsten sein Leben für ihn geben. Aber es ist nicht der Zeitpunkt, dass der Vater geht, sondern der Zeitpunkt, dass er geht. Deswegen lasst uns ermahnen, liebe Geschwister. Lasst uns vorbereiten für diesen Moment, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die jeden von uns erreichen wird. Wallah, jeden von uns, ob gläubig oder ungläubig, ob reich oder arm, ob stark oder nicht stark, ob gesund oder krank. Wallahi, wenn der Zeitpunkt kommt, dann bist du dran. Dann hilft dir nur das, was du vorbereitet hast. Warst du gut mit deinem Schöpfer, Subhanah, der dich erschaffen hat? Wallahi, dann frohe Botschaft dir. Weil du wirst sterben, ob du willst oder nicht. Warst du gut mit deinem Schöpfer? Dann frohe Botschaft dir. Warst du nicht gut? Wallahi, spätestens an diesem Moment wirst du erkennen, dass es irgendwann mal jemanden gab, der dich dazu aufgerufen hat, an deinen Schöpfer zu glauben, ihn alleine anzubeten, ihm niemanden beizugesellen. Deswegen, liebe Geschwister, das ist der Moment. Das ist der Moment, der für uns eine Ermahnung ist. Dieser Junge, möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit ihm sein und seiner Familie Amen. Viel Geduld geben. Amen. Der wird bi'idhnillah ta'ala seinen Platz im Paradies haben. Der wird es bi'idhnillah ta'ala gut haben, denn der hat nichts gemacht, was gegen ihn zählt. Aber wir sind erwachsen, wir sind reif. Bei uns gibt es diese Plus und Minus. Bei uns gibt es wieder gute Taten, die für uns sprechen, Yawm al-Qiyamah, oder schlechte Taten, die gegen uns sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Deswegen, liebe Geschwister, lasst euch ermahnen von diesem Moment. Jeder, der verstritten ist mit seinem Schöpfer, der keinen Kontakt hat mit seinem Schöpfer, der ihn erschaffen hat, der ihm so viele Gaben gegeben hat, sollte sich schnellstens vertragen mit seinem Schöpfer, subhanahu. Denn keiner weiß, wann der Todesengel zu ihm kommt. Keiner hat einen Termin, wo er weiß, er kommt zu mir morgen oder übermorgen oder in einem Jahr oder in 2 Wochen. Keiner weiß das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Egal wo ihr seid, wo wird euch der Tod erreichen, auch wenn ihr in ganz hohen Wohnungen oder Häusern seid. Deswegen der Tod, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Termin festgesetzt für jede Menschenseele. Und wenn dieser Zeitpunkt kommt, Wallahi, egal wie stark du bist, wie viel Macht du hast, du kannst tausende F-16 haben, du kannst die ganze Macht der Welt haben, aber du bist chancenlos gegen diesen Todesengel. Deine einzige Chance ist, dass du dich gut vorbereitet hast für diesen Moment. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime sterben lassen und uns Verbat geben und uns segnen. Und ich bitte nochmal Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yirzuqa ahlahu al-sabra wa al-silwan. Allahumma aghfir lahum warhamhum. Wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ya Rabbi thabbitna wa iyyahum ala al-haq. Allahumma ya Rabbi thabbitna wa iyyahum ala al-haq. Allahumma ya Rabbi thabbitna wa iyyahum ala al-haq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته